Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, das Magazin für Schwaben. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Deckelung des Gesetzes für den Vorrang erneuerbarer Energien, oder kurz EEG. Zu diesem Thema begrüße ich auch später Markus Blume von der CSU und Martin Stümpfig von Bündnis 90 Die Grünen. Außerdem diskutieren wir den Ausgang der bayerischen Kommunalwahlen. Der erste Entwurf für die Änderungen des Erneuerbaren Energiegesetzes ist fertig. Und sofort hat Sigmar Gabriel dafür auch Kritik einstecken müssen. Während die einen von einer Blockade der Energiewende sprechen, sehen die anderen die Deckelung als zu niedrig. Die jetzigen Vorstellungen der Großen Koalition, insbesondere mit den Ausbaudeckel, bedrohen natürlich den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir brauchen für die Energie weiterhin einen Ausbau der Erneuerbaren. Und das Abwürgen der Erneuerbaren bringt uns nicht vorwärts, sondern einen Schritt zurück. Allerdings werden die Erneuerbaren weiterhin ausgebaut werden. Und dafür kämpfen wir weiterhin und dafür stehen wir. Ich gehe nicht davon aus, dass man mit einer gewissen Reduzierung der Einspeisevergütung, die ja im Übrigen nur für neue Fälle gelten kann und nicht für diejenigen, die bereits bisher einspeisen und am Netz sind, dass das gravierende Auswirkungen auf die Energiewende haben wird. Wir fahren im Wesentlichen in den Bereichen zurück, wo sich ohnehin die Geschichte für diejenigen, die einspeisen wollen, auch rentiert. Also es wird nicht so sein, dass das ein Draufzahlgeschäft wird für die, die regenerative Energien produzieren. Die Energiewende wird sicher mehr belastet und vor allem werden die kleinen Bürger belastet. Diese Reform des EEGs wird ganz klar in Sachen, die großen Energieversorger werden gewinnen. Wir werden hier unsere vielen kleinen Bürgergenossenschaften nicht so nach vorne bringen, wie wir uns das gewünscht hätten. Der kleine Mann bezahlt, der große Konzern hat Vorteile und kassiert. Das ist die Kernbotschaft aus dem neuen EEG-Vorschlag und den lehnen wir so ab. Ich sage mal, unser Hauptproblem in der Energiewende ist nicht, dass wir die erneuerbaren Energien nicht schnell genug aufbauen können, sondern unser Hauptproblem ist, dass wir nicht speichern können. Und wenn Energie erzeugt wird und dieser Erzeugungsüberschuss kann nicht weiter genutzt werden, dann müssen wir uns auch irgendwo mal Gedanken machen, wie können wir denn damit umgehen. Wir sind gerade, glaube ich, wirklich in der Situation, dass die Energiewende zu scheitern droht. Es gibt ja schon die Ersten, die sagen, wieder Atomkraftwerke länger laufen lassen, obwohl es überhaupt keinen Grund dafür gibt. Wir haben genügend Energie, auch die regenerativen Energien sind ja stark gewachsen. Und die Energiewende darf dieses Wachstum der regenerativen Energien nicht abdrosseln. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, den bayerischen Kommunalwahlen. Gerade einmal 2 Wochen sind sie her, die entscheidenden Stichwahlen gibt es dann erst morgen. Doch schon jetzt sehen sich alle Fraktionen in ihrer parlamentarischen Arbeit als bestätigt. Jeder fühlt sich kommunal gesehen sogar als Gewinner. Ich meine, Gewinner sind zum einen die Grünen und zum zweiten die Freien Wähler. Und es freut mich sehr, beispielsweise in Schwaben, dass wir allein 20 Sitze in den Kreistagen dazu gewonnen haben. Auch in den kreisfreien Städten haben wir zugelegt. Die CSU hat verloren, die SPD hat verloren. Ja. Zwar hat die CSU oft noch eine Mehrheit, aber der Trend ist natürlich letztendlich eigentlich für Grün und für die freien und unabhängigen Gruppen. Das Ergebnis ist, gerade was Bürgermeister- oder Landratswahlen anlangt, natürlich eine Persönlichkeitswahl im Wesentlichen. Und von daher freue ich mich natürlich, dass Anton Klotz im Oberallgäu von der CSU im ersten Wahlgang gleich zum Nachfolger von Gebhard Kaiser gewählt worden ist. Und auch im Landkreis Lindau war das Landratswahlergebnis mit 94% für den alleinigen CSU-Kandidaten sehr erfreulich. Bei den Kreistagen gab es wohl geringe Mandatsverschiebungen. Die CSU in Lindau hat ihre Sitze gehalten und im Oberallgäu ist im Wesentlichen auch alles gleich geblieben. Ja, der Gewinner sind natürlich die Freien Wähler mit ihren vielen unabhängigen Kandidaten. Wir sind sehr gestärkt aus dieser Kommunalwahl hervorgegangen. Jetzt aktuell sind natürlich noch ein paar wichtige Stichwahlen stehen aus. Hier im Ostallgäu mit unserem Landrat, amtierenden Landrat Herrn Fleschhut natürlich. Und wir sind sehr sicher, dass er das dann auch gewinnen wird und hoffen auch, dass wir bayernweit noch etliche Landräte hinzugewinnen können. Naja, ob es einen klaren Sieger bei politischen Entscheidungen gibt, das ist immer vielleicht manchmal schwierig. Ich sage ganz klar, wir von der CSU freuen uns, dass wir
glaube ich, insgesamt wieder gut abgeschnitten haben. Wir sind von allen Parteien betrachtet nach wie vor die stärkste Kraft. Und dafür sind wir natürlich sind wir glücklich. Dafür haben wir auch viel gemacht. Und von dem her, letztendlich hoffe ich natürlich, dass die Wählerinnen und Wähler zufrieden sind mit dem, was sie gewählt haben. Weil letztendlich für die sind wir ja da. Und die haben uns ihr Vertrauen geschenkt. Und dafür wollen wir natürlich auch das Vertrauen zurückgeben. Und das wollen wir natürlich in Form von harter Arbeit zurückbezahlen. Ja, die Grünen sind eindeutig der Gewinner. Wir haben 2,5% im Landesschnitt zugelegt. Die CSU ist unter 40%. Die Freien Wähler haben leicht zugelegt. Die SPD, glaube ich, sogar leicht verloren. Also wir haben als Grüne wirklich ein sehr gutes Ergebnis von 2,8 nochmal gesteigert. Wir haben die Anzahl der Mandate nochmal ziemlich erhöht. Wir sind in allen Kreistagen mittlerweile vertreten. Und wir haben auch in den Regionen, wie etwa im südlichen Oberallgäu, wo wir schon sehr gute Ergebnisse hatten, diese Ergebnisse mindestens gehalten und zum Teil noch dazugelegt. Plenum TV kontrovers, das Thema diesmal das EEG, das Erneuerbare Energiengesetz. Es regelt die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen in unser Stromnetz und natürlich auch deren Einspeisevergütung. Zu diesem Thema begrüße ich Markus Blume von der CSU und Martin Stümpfig von Bündnis 90 Die Grünen. Beide sind sie im Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau und Verkehr und Energie und Technologie. Herr Blume, es gab schon immer Änderungen im EEG. 2009 gab es die Einführung des Ausgleichs, 2012 zum Beispiel die Direktvermarktung. Warum ist denn die jetzige Änderung so stark diskutiert? Weil wir im Moment nicht nur an ein paar Stellschrauben wie der Vergangenheit im Kleinen drehen, sondern sehen, dass das EEG insgesamt großen Reformbedarf hat. Der Hintergrund ist, wir sind in den letzten Jahren extrem erfolgreich gewesen in Deutschland beim Zubau der erneuerbaren Energien. Wir sind zum Teil weiter vorangeschritten, als selbst die kühnsten Überlegungen sich vorstellen konnten oder im Auge hatten. Und umgekehrt merken wir inzwischen, dass es einige Phänomene gibt, die wir unbedingt beheben müssen. Und die Tatsache, dass jede zusätzliche Anlage, die heute neu ins Netz geht, Photovoltaik oder Wind, zum Teil auch den Ausgleichsmechanismus für die Anlagen in der Vergangenheit mit beeinflusst, dass die Preise zu manchen Tageszeiten im Keller sind, zu anderen Tageszeiten wir mitunter nicht genügend Kapazitäten haben, dass Kraftwerke wie Gaskraftwerke, die eigentlich genau notwendig wären für die Energiewende als flexibler Ausgleich, dass die heute aus dem Markt gedrängt werden und sich nicht mehr sozusagen am Markt verdienen können. All das sind Effekte, die wir im Auge haben müssen und wo es jetzt mit einer einfachen Vergütungsneuregelung nicht getan ist. Es will keiner die Energiewende abwürgen, das würde ich auch gleich sagen. Es ist aber wohl notwendig, jetzt das zweite und das dritte Drittel in gewisser Weise zu organisieren der Energiewende. Und da reicht ein einfacher Markteinführungsmechanismus, wie er das durch das EEG eben vorhanden war, reicht da nicht aus. Eine eingesetzte, vom Bundestag eingesetzte Expertenkommission empfiehlt dir, das EEG abzuschaffen. Ich zitiere hier aus dem Gutachten vom 26.02. Das EEG entfalte keine messbaren innovativen Wirkungen. Herr Stümpfig? Wir bräuchten andere Mechanismen. Also es ist wirklich so, dass der Strom an der Börse ist mittlerweile aufgrund der Erneuerbaren sehr, sehr niedrig. Diesen Preis müssen wir auch an die Bürger weitergeben können. Und wir bräuchten neue Ideen, dass wir sagen, jawohl, wie schaffen wir es denn, effiziente, flexible Kraftwerke wie unsere Gaskraftwerke auch wirtschaftlich betreiben zu können und endlich die Braunkohle aus dem Markt zu bekommen, dass man nach einem Atomkraftausstiegsplan bis 2022, bis 2028, bis 2030 auch endlich aus der Braunkohle rauskommen. Da muss heute jetzt schon im EEG die richtigen Weichen gestellt werden. Das wird leider nicht gemacht. Man wirft den Erneuerbaren nach wie vor Prügel zwischen die Beine, obwohl sie die billigste Art und Weise ist, Energie zu erzeugen. Und das kritisieren wir stark. Momentan ist in Deutschland die Stromversorgung bei 25%. In Bayern ist sie sogar etwas höher durch die erneuerbaren Energien. 2025 soll sie bei 40-45% sein und 2035 sogar bei 55-60%. Ist dies denn überhaupt möglich? Also die Tatsache, dass wir heute in Bayern schon deutlich weiter vorne liegen, tatsächlich bei 35% aktuell Anteil erneuerbarer Energie am Strommix und wir in Bayern ja ohnehin ambitioniertere Ziele haben, schon bis zum Jahr 2021, 2022 auf 50% zu kommen, ich halte das für absolut erreichbar. Wie gesagt, wir liegen im Moment sogar etwas vor Plan mit all den Folgen, die wir vorhin schon ansatzweise diskutiert haben. Deswegen ist, glaube ich, nicht die Kunst, diesen Anteil an erneuerbaren Energien zu erreichen, sondern die Kunst wird darin bestehen,
das Ganze so zu organisieren, dass es bezahlbar bleibt. Und das Argument der Bezahlbarkeit lässt sich nicht wegdiskutieren. Und auch das Argument der Arbeitsplätze, die verloren gehen, das, lieber Herr Kollege, ist ein schleichender Prozess. Es macht keiner seine Fabrik zu und baut es woanders auf. Aber wenn ich vor der Frage stehe, wo investiere ich neu, dann sehen wir, dass diese Indikatoren heute für Deutschland leider schon negativ sind. Und wir haben das Thema Klimaschutz. Da, glaube ich, liegen wir ganz eng beieinander. Es wäre verrückt, wenn wir das, die absolut notwendige, ambitionierte Zielsetzungen für den Klimaschutz in Deutschland aufgeben würden, weil wir irgendwie jetzt merken, ohne die Kohle geht es nicht. Also das ist mit uns nicht zu machen. Und wir haben das Thema Versorgungssicherheit, die dritte wichtige Zielsetzung. Auch die müssen wir im Blick behalten. Auch die ist ein hoher Wert, auch ein wirtschaftlicher Wert am Standort Deutschland. Und dies drei zusammengenommen, ich sage es nochmal, wird nicht mit einem einfach weiter so gehen, sondern wir brauchen im Grunde ein neues Marktdesign, wo auch übrigens regelbare Energie einen größeren Wert sozusagen, eine größere Werthaltigkeit bekommt, als das heute der Fall ist, wo Speicher die Möglichkeit haben, am Markt zu bestehen. All das sind heute Energieerzeugungsformen oder wichtige Bausteine, die in der Tendenz aus dem Markt rausgedrängt werden, weil eben diese Grundreform aussteht. Herr Stümpfig, stimmen Sie dem so im Grunde zu? Ich stimme dem zu, dass wir sagen, Klimaschutz muss wirklich das sein, was uns antreibt. Und da sind wir, denke ich mal, im Prinzip ja schon einer Meinung. Die Frage ist nur, wie kommen wir dahin? Und die Ziele müssen jetzt wirklich auch höher gesteckt werden. Wenn man sieht weltweit die Problematiken, also wir müssen als Industrieland Deutschland, wir müssen als Industrieland Bayern wirklich vorangehen und mutig vorangehen. Da sehe ich momentan einfach ein wenig eine Mutlosigkeit. Es gibt keinen Plan, weder von der Bundesregierung in besonderem Maße, nicht von der Staatsregierung. Wenn unser Herr Ministerpräsident einmal argumentiert das so, dann wieder so. Also wir müssen wirklich einen ganz konkreten Plan haben und nur dann können wir unsere Bürger auch mitnehmen, weil die Energiewende wird die eine oder andere Last bringen. Also es wird nicht so sein, dass es umsonst zu haben ist. Und wenn es dann nur noch darum geht, das große Thema Energiewende, ob jetzt mein Strompreis 1 Cent mehr oder weniger kostet, ist die Diskussion zu gering. Also wir müssen es einfach schaffen, die Bürger mitzunehmen bei dem Thema Klimaschutz, um was geht es denn, und da wirklich dafür einzutreten. Und da brauchen wir Maßnahmen und die Energiewende wird nur von unten funktionieren. Es gibt ganz viele Stadtwerke, Bürger, die das in die Hand nehmen. Und wenn wir jetzt wieder bei der Windkraft sind, hat es eben unser Herr Seehofer geschafft, im letzten halben, dreiviertel Jahr ganz, ganz vielen Bürgerenergiegenossenschaften den Mut zu nehmen, die finanzielle Basis zu nehmen mit der 10H-Regelung. Und das ist einfach so viel Vertrauen zerstört. Das wird ganz schwer wieder aufzubauen, aber ich denke, dass man, wenn man da gemeinsam ein Ziel sich setzt, kann man sicherlich erreichen, bloß wir müssen konsequenter werden und nicht immer mal rein in die Kartoffeln und raus aus die Kartoffeln. Sie haben es gerade angesprochen, die 10H-Regelung und die Pläne. Herr Blume, Sie sind da so ein wenig anderer Meinung. Also ich glaube, der Vorwurf an die Politik ist immer ein bisschen einfach oder wohlfeil zu sagen, es gibt keinen Plan. Eine Energiewende in dem Umfang hat weltweit noch keiner probiert. Es gibt keine Blaupause. Wir bewegen uns in Deutschland, und das bestätigen auch Wissenschaftler, definitiv auf neuem Terrain, insbesondere mit einer Energiewende, die so weit vorangeschritten ist. Und es wäre aus unserer Sicht völlig falsch zu sagen, was wir jetzt einmal 2011 beispielsweise beschlossen haben, da verändern wir jetzt kein Jota mehr, darf nichts mehr anders werden, das muss so bleiben. Das wäre natürlich falsch, und wenn wir jetzt, weil das Thema Wind gerade angesprochen wurde, sehen, dass wir in Bayern übrigens einen unglaublichen Boom haben, 10-mal mehr als in Baden-Württemberg, wo Ihre Partei regiert, dann kann man nicht sagen, hier wird irgendwas abgewürgt, aber wir müssen auch mit der neu entstandenen Besorgnis der Bevölkerung umgehen, dass hier Dörfer umzingelt werden und anderes. Und diesen Überlegungen trägt wiederum der neue Vorschlag Rechnung, bei dem ja übrigens auch am Ende die Bürger das letzte Wort haben, wenn sie vor Ort die Energiewende wollen. Und das unterstelle ich bei den Projekten, wo auch starke bürgerschaftliche Aktivität da ist, dann können die das selbstverständlich machen. Wenn es denn so einfach wäre, dass sie es machen können, dass wir im Land auf, Land ab in Bayern mittlerweile ganz viele Energiegenossenschaften, denen wirklich der Boden oder den Füßen weggezogen wurde. Das sind Projekte, die planen Planungszeiträume 3, 4, 5 Jahre. Die sind nach Fukushima wirklich alle aufgerufen worden, jawohl, tun wir was. Und die stehen jetzt mitten in der Planungszeit und jetzt geht es nicht weiter. Also das ist wirklich sehr schade. Da müssen wir einen anderen Weg gehen, und auch Baden-Württemberg begibt sich da momentan auf den Weg, seitdem ein grüner Ministerpräsident dran ist, geht es vorwärts, aber Windkraft hat lange Planungszeiträume und da müssen wir in Bayern anscheinend in der Staatsregierung noch was dazulernen, nur dann kann die Energiewende gelingen, aber ich bin nach wie vor optimistisch. Dann danke ich Ihnen beiden, dass Sie heute da waren. Das war wieder Plenum TV, das Magazin.